Wir befinden uns hier direkt in dem Bereich, wo sich die Gruppen treffen. Alleine besichtigen ist nicht möglich. Man bekommt hier so einen Aufkleber und zu der gebuchten Uhrzeit finden dann hier die Führungen statt. Da vorne zum Beispiel gibt es so Schilder, die man hochhält, da steht dann die jeweilige Sprache drauf und dann sammelt man sich hier und man geht gemeinsam mit dem Guide rein. Da vorne seht ihr schon das Schild Arbeit macht frei. Das war das erste und auch oft das einzige oder das letzte, was die Häftlinge gesehen haben. Oben gibt es hier schon den Wachturm, da hinten gibt es den Wachturm und es ist alles voller Stacheldraht. Hier seht ihr auch diesen Gang, wo die Häftlinge dann reingeführt wurden. Das war damals quasi die erste Halle, wo man dann auch sein Zeug abgegeben hat und die Sachen wurden dann in das sogenannte Kanada-Lager weitergebracht. Das werden wir uns später auch anschauen. Ich habe mich dann doch entschlossen, ein zweites Video hochzuladen. Einmal mit einer Nachvertonung und einmal, wo ich nur die Bilder für sich sprechen lasse. Das hier ist das Video, wo ich die wichtigsten Punkte nachvertone, damit auch die Menschen, die vielleicht etwas jünger sind oder nicht ganz so viel Informationen über die damalige Zeit haben, auch wissen, welche Stationen wir uns gerade anschauen. Und nun beginnen wir mit dem Film. Die meisten Opfer kamen in Auschwitz-Birkenau mit dem Zug an, oft nach tagelangen Reisen in Viehwaggons. Die ankommenden Gefangenen wurden von einer Entladerampe zu Fuß ins Lager getrieben. Im Frühjahr 1944 wurde ein Gleisanschluss direkt bis ins Lager zur neuen Rampe gelegt. Manchmal wurde der Transport direkt in die Gaskammer geschickt. Meistens wurde erst eine Selektion durchgeführt, bei dem die Schwachen, Kranken und Alten von den Arbeitsfähigen nach Augenschein getrennt wurden und zur Gaskammer geführt wurden. Die Einteilung der Lagerärzte zur Selektion und die Leitung der Selektion nahm der Standortarzt Eduard Wirz vor. An diesen Selektionen war auch der für grausame pseudowissenschaftliche medizinische Experimente gefürchtete Lagerarzt Josef Menge beteiligt. Im damaligen Sprachgebrauch wurde der Begriff Selektion nicht verwendet. Die Tätigkeit wurde als Rampendienst bezeichnet, der Vorgang selbst als Aussortierung.
Zuge der Registrierung mussten die eingelieferten KZ-Häftlinge ihre gesamte Habe abgeben, die in sogenannten Effektenlagern für die Zeit ihrer Inhaftierung aufbewahrt wurden. Ab 1941 existierten Regelungen, dass die Habe von im Lager verstorbenen Häftlingen nicht an die Hinterbliebenen übergeben, sondern dem Deutschen Reich zu übereignen sei. Hier sehen wir unendlich viele Nachlässe von Menschen, die hier ums Leben gekommen sind. Das sind Prothesen, Arm- und Beinprothesen. Unvorstellbar, welches Leid diese Menschen damals über sich ergehen lassen mussten. Etwa 200.000 Kinder kamen in Auschwitz-Birkenau ums Leben. Nur wenige haben das Grauen überlebt. Einige berichteten am Gedenktag zur Befreiung des KZs aus dieser Zeit und appellierten an die Nachgeborenen. Die Warschauerin Svetlana Wojcieszek wurde 1944, kurz vor ihrem 11. Geburtstag, nach Auschwitz deportiert. Im Lagerkomplex Auschwitz wurden etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet. Der Name Auschwitz wurde in der Nachkriegszeit weltweit zum Symbol der nationalsozialistischen Völkermords oder auch Holocaust oder Shoah genannt. Von den mehr als 5,6 Millionen Opfern des Holocaust wurden etwa 1 Million Juden als rassistisch verfolgte Menschen in Auschwitz-Birkenau ermordet. Des Weiteren gab es ca. 160.000 nichtjüdische Opfer, darunter ebenfalls rassistisch begründete Sinti- und Roma-Morde, zudem auch männliche Homosexuelle aufgrund ihres Sexualverhaltens. Etwa 900.000 der deportierten Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet. An dieser Wand wurden Menschen erschossen.
Der Ingenieur Kurt Prüfer begann am 10. Juni 1940 bei der Firma Topf mit dem Entwurf für einen Doppelmuffelofen für das Krematorium Auschwitz. Dieser Ofen des Typs D57253 Modell Auschwitz wurde später in den Krematorien vieler Konzentrationslager eingesetzt, unter anderem auch in Buchenwald, Dachau, Mauthausen und Gusen. Die Vorgabe bezüglich der Leistungsfähigkeit waren 2 Leichen pro Stunde und die Möglichkeit des Dauerbetriebes über mehrere Tage. Am 1. Oktober 1940 wurde der Doppelmuffelofen in Auschwitz in Betrieb genommen. Auch im KZ Gusen 1 in Mauthausen war ein Doppelmuffelofen Auschwitz installiert. Am 14. Juli übersandte die Firma Topf eine Bedienungsvorschrift an das Konzentrationslager Mauthausen und gab darin die Leistung von 10 bis 35 Leichen in 10 Stunden an. Das sind 3,5 Leichen pro Stunde. Im Krematorium des Stammlagers wurden 2 weitere Doppelmuffelöfen installiert. Am 15. Dezember 1940 waren alle 3 Öfen fertiggestellt. Der Tag begann in vielen Konzentrationslagern je nach Jahreszeit zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen mit dem Wecken durch Trillerpfeifen. Dann hatten die Häftlinge eine halbe Stunde Zeit, ihre Betten, Strohsäcke oder mit Stroh bedeckten Pritschen nach militärischer Art herzurichten, sich zu waschen und Frühstück zu fassen. Allerdings stand für 1000 Häftlinge oft nur ein Waschraum zur Verfügung, wenn überhaupt. In Auschwitz-Birkenau etwa gab es in keinem der Wohnblocks sanitäre Einrichtungen. Das Frühstück bestand aus einem halben Liter ungesüßten Kaffeeersatz oder Tee. Oft handelte es sich nur um ein faulig riechendes dunkelblau-braunes Gebräu aus Kräutern, wie der Überlebende Kitty Hart einst berichtete. Morgens etwa zu essen hätte nur wer von den mickrigen Brotrationen des Vorabends etwas übrig geblieben hat. Oft waren die Lebensmittel zudem alt und verdorben. Während des Zweiten Weltkrieges europaweit gefangen genommenen Menschen wurden per Bahn in das KZ Auschwitz deponiert. Etwa 90% waren Juden. Die Herkunftsländer waren hauptsächlich Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn. In Auschwitz fand im Zuge des Holocaustes ein systematischer und fabrikmäßiger Mord an europäischen Juden statt. Aber auch andere durch das NS-Regime verfolgte Gruppen wurden dort eingesperrt und ermordet. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich auf rund 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen. Die genaue Opferzahl konnte nie ermittelt werden.
am 27. Januar 1945 befreite die von Osten vorrückende Rote Armee den Lagerkomplex. In der Nachkriegszeit ist der Name Auschwitz zu einem Symbol für den Holocaust geworden. Der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitzes ist seit 1996 in Deutschland, seit 2005 international der öffentlich begangene Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.